Profis die Best, Jennifer Tilly. Jennifer Tilly ebenfalls 17 Punkte. Unterschiedliche Voraussetzungen also. Jeff Schulman ist bereits klar. Magische Zahl, das hat 19 Punkte. 5,5 Minuten. Vielleicht heute sich ein bisschen umstellt, um sich... Hier wird sehr viel vor dem Flop entschieden. Von Matteson. Oh, sorry. Tilly mit Ass und 10. 120. Re-Race. Macht wenig Spaß. Nichts heißen bei Matteson, der ist in der Lage bisher mit einem ausgezeichneten Bullen. Tilly führt mit Schulman, aber das fällt noch dicht beieinander. Ist für Tilly die Hand tot. Das kann sie unmöglich callen. Dafür. Einige Monate einsetzen und kam als geläuterter Mensch zurück. Gilt aber immer noch als einer derjenigen, der extreme Auf- und Abs erlebt, sodass, so wie er sagt, ein Traumjahr nicht unbedingt bedeuten muss, dass es jetzt bei ihm für immer aufwärts geht. Ihm haftet der Makel an, dann doch irgendwie ein Verlierer zu sein. Nur eine Overcard für Matteson. Jetzt keine Tells preisgeben, Jennifer. Keine Schwäche zeigen. Den König repräsentieren, das wäre ihre Chance. Bleiben kann sie nur mit einem großen Einsatz. Es liegen 250.000 in der Mitte. Dritte Kreuz, jetzt kommt der Flush Draw noch dazu für Matteson. Umständen die Hand gewonnen hätte, wenn sie nach... Der Pokerjournalist ist die große Überraschung dieses Turniers. Smortensen. Karten können sie unter Umständen Matteson. Nein, es ist nur ein Re-Race. Du mehr als 3 Punkte, wenn du das von Anfang an so getan hättest. Das war schon eine ziemlich verrückte. Ja, es scheint für uns zu Hause wild auszusehen, seltsam auszusehen, sagt er, dass ich das hier. Passe, aber es ist nicht Teil seiner Strategie. Das Paar Achter wird gepasst gegen das Race von Mortensen. Schade auch, das war das Traumpaar der Pokerszene mit seiner Frau Cecilia Reyes Mortensen. Haben sich leider vor ein paar Monaten getrennt. Auch sie wurde unter seiner Anleitung. So, wir sehen den Flop und wir sehen ein Ass. Keiner hat ein Ass, aber Mortensen aufgrund seiner Position nach dem... Pretty girl, a free walk. All in mit Bubo und 5. Da war kaum noch was, König und 6. Good 9 luck, auf dem River. Jennifer. Ja, noch ein kleines Bussi zum Abschied und da geht sie. Tough break. You das lost a big war hand early eine there. Harte Geschichte. Yeah, you know, sie haben eine wichtige Hand am Anfang verloren. Ich glaube, ich habe noch nie so schlecht in meinem Leben gespielt wie heute. Ich hatte irgendwie Angst, mein Spiel zu machen, weil diese Punktestruktur, die macht mich ganz durcheinander. Ich hätte eigentlich bei einer Geschichte All-In nach dem Flop geben müssen gegen Mike Matteson. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, mein größter Fehler war, dass ich und gegen Mortensen, das war eine wichtige Hand, das habe ich irgendwie übersehen. Nach dieser Hand musste ich dann All-In gehen. Deswegen war das für mich eine sehr schwierige Angelegenheit.
Gelegenheit, aus dieser Bredouille nochmal rauszukommen. Heute habe ich wirklich nicht gut gespielt.